Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, vierter Teil, Tageshoroskop, 2. Juli 2021. Wie gesagt, das Treffen morgen wäre wahrscheinlich sehr riskant geworden. Wir haben nämlich hier auch eine Mars-Saturn-Uranus-Aspektierung, ein T-Quadrat. Also das heißt, Uranus steht im Doppelquadrat zu Mars und zu Saturn. Dazu kommen wir gleich. Noch ein Satz zu dieser Halbsumme, zum schwindenden Glück. Dieses schwindende Glück bezieht sich auf das Finanzsystem, natürlich auch auf Deutschland, Österreich, auf die Heimat, ja, auf das Zentralkomitee, also die Stadtsipaten. Und wenn ich den Jupiter jetzt als eingeschlossenen Herrscher des sechsten Hauses ganz normal als Krankheit betrachte, dann kann man daraus auch schon alleine ablesen, dass hier mit dem Finanzsystem, der Staatsführung und dem ganzen Land etwas nicht stimmt, also etwas sehr krank ist, sechstes Haus. Was aber wahrscheinlich viel stärker wirkt als diese Halbsumme, ist ganz offensichtlich dieses besagte T-Quadrat, was wir vorhin gerade angesprochen haben. Denn hier alleine aus der Opposition Mars, Saturn erkennen wir, dass etwas gehemmt ist, etwas blockiert ist. Der Mars ist der junge, der sportliche, dynamische Krieger und der Saturn ist der alte, gebrechliche, sture Mann. Also alleine nur diese beiden Energien sind schon sehr, sehr stark bremsend, hemmend, schädigend, reduzierend, destruktiv, Härte. Also hier haben wir schon mal großes, großes negatives Potenzial, was sich hier aufbaut. Der Mars steht als Herrscher des 11. Hauses und als Herrscher des 6. Hauses an der Spitze des 3. Hauses, was ich generell mal so bezeichnen würde, neutral gesagt, dass das Verhältnis zwischen Wirtschaft, Industrie in Deutschland und den Alliierten schlecht ist. Ja? Also hier haben wir ein schlechtes Einvernehmen. Es kann auch bedeuten, dass die Alliierten die Wirtschaft in Deutschland schädigen wollen. 11, 6, 3. Wenn wir jetzt hier die Opposition zu Saturn mit einbeziehen, dann steht der Saturn einerseits für internationale Verträge, aber auch für Untergang, Tod. Ja? Und Spitze 8. Haus ist noch mit Pluto besetzt. Also das heißt, das 8. Haus wird jetzt nochmal sehr betont. Also das heißt, auch dieses Horoskop beschreibt einen starken Niedergang, wie wir das in den letzten Wochen und Monaten ja immer wieder so oft gesehen haben. Und hier haben wir jetzt, was wir vorhin gesagt haben über die Alliierten, die sozusagen sehr gezielt die deutsche Industrie treffen wollen, dass das Ganze, ja, alles was hier mit zusammenhängt, mit sterbenden Verträgen, ja, 9. Haus, der Saturn steht ja auch an einer Häuserspitze, Spitze 9. Haus, also das heißt, die sterbenden Verträge mit dem, mit dem fernen Ausland. Und wer ist dieses ferne Ausland? Der Herrscher von 9 ist ein Verbündeter, ein Alliierter. Also ich würde hier sehr stark auf die USA tippen. Ja? Und hier, das Ganze funktioniert nicht mehr. Die Wirtschaft, dann die Verträge, das alles geht hier jetzt den Bach runter, wie wir hier wunderschön an diesem Aspekt sehen können. Ich kann euch das bitte hier nochmal kurz vorlesen. Saturn, also Mars, Saturn, schädigende oder vernichtende Energie. Und hier steht dann, außergewöhnlichen Widerstand leisten, brutale Gewalt anwenden, plötzliche Erkrankung, plötzlicher Unfall, Trennung, Todesfall. Ja? Und das steht nur mal für Mars, Saturn, Uranus. Und der Saturn ist ja obendrein noch der Herrscher des 8. Hauses. Ja? Also das heißt, hier bekommt dann natürlich diese Aussage, Todesfall, Trennung, natürlich eine doppelt so große Bedeutung im Vergleich zu den anderen Aussagen. Weil da steht ja nicht drin, dass jetzt der Saturn der Herrscher des 8. Hauses sein muss. Das muss ja nicht sein. Und weil hier eben Spitze 7. Haus für mich ganz klar die Verträge im Vordergrund sind, im Fokus sind, geht es einfach. Geht es einfach darum und natürlich auch die Verträge, weil zufällig die Opposition zur Sonne stattfindet,
logisch, Sonnenaufgangshoroskop hat immer die Sonne am Aszendenten, ist irgendwie logisch, aber trotzdem ergibt sich hier auch ein Zusammenhang zu Saturn. Das heißt, hier sehen wir natürlich Wirtschaft, Handel, Industrie, Sonne, und das, darum geht es hier. Mars, genau an der Häuserspitze, drittes Haus. Ich würde auch sagen, naja, könnte der Pluto könnte noch enger stehen. Der Pluto könnte noch enger stehen, aber auf jeden Fall wird hier ganz klar zum Ausdruck gebracht, dass derzeit läuft, nicht nur tageshoroskopmäßig, sondern in den nächsten Tagen und Wochen, weil das dauert alles ein bisschen, dass hier große Transformationsprozesse laufen, dass sich hier wirklich sehr, sehr viel tut. Und ich bedanke mich auch ganz herzlichst bei euch, weil ihr habt schon meine Frage, wann ihr sozusagen ein deutliches Nachlassen des Finanzsystems erwarten würdet, aufgrund von Energietesten oder aufgrund von Pendeln oder von, ich weiß nicht, Kartenlegen oder Eingaben bekommen. Es gibt ja verschiedenste Systeme, ja. Mit der Kontaktaufnahme zum höheren Selbst, dem Traumkörper. Und da ist eine starke Tendenz, 39% sehen, also welche bei der Abstimmung teilgenommen haben, sehen noch heuer ein starkes Nachlassen des Finanzsystems, aber immerhin 21% meinen oder haben hereinbekommen, dass sie in diesem Leben sozusagen keinen Zusammenbruch innerhalb des Finanzsystems erleben werden, was auch eine interessante Ansicht ist, denn ja, es stimmt ja, ich meine, mit dem virtuellen Geld können sie den Spaß bis in alle Ewigkeit aufrechthalten, solange sie eben wollen, weil das Finanzsystem ist, glaube ich, da können wir uns wirklich darüber einigen, das stärkste Machtmittel in den Händen der Satanisten. Also ich meine, Geld ist eben Macht. Da braucht man nichts drüber reden. Ich wollte hier noch ein paar andere Seiten aufmachen, aber ich glaube, das erspare ich mir. Vielleicht eines erwähne ich noch. Hier, also die Niederlande werfen Moskau simulierten Angriff vor. Man fragt sich nur, was haben niederländische Kriegsschiffe in russischen Hoheitsgewässern verloren? Ich meine, das ist jetzt nur mal so eine rhetorische Frage. Ich versuche es immer nur umgekehrt mir zu denken. Wie würden die anderen darauf reagieren, wenn russische Kriegsschiffe vor ihrer Küste auftauchen? Aber das ist ja was anderes. Weil die einen kämpfen ja für den Frieden und die anderen sind die Bösen. Also für den Frieden kämpfen. Das ist irgendwie ein Widerspruch, oder? Egal. Weiter zum besten fünften Teil. Ende.